Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Stellaris. Und ja, ich weiß auch nicht, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, denn was man wie hier sieht, ist Sirius 3 im Sirius-Sektor. Ein bewohnbarer Planet in unserem System, den ich immer irgendwie übersehen habe. Wahrscheinlich wegen der Einstellung hier, bei der dahinter. Aber ich habe zeitgleich auch immer diesen Planeten übersehen, der direkt daneben ist. Ich weiß auch nicht. Also manchmal meine Augen, glaube ich, brauchen eine neue Brille. Aber ja, hingewiesen darauf hat mich mein Zuschauer Elias, der mir auch noch ein paar andere Tipps gegeben hat, die ich nach und nach versuche umzusetzen. Und dafür natürlich vielen, vielen lieben Dank. Ja, freut mich wirklich sehr. Und schauen wir mal, ob wir das alles auch umsetzen können. Und hier ist auch einer. Das, ich glaube, ich habe Terraforming, weil wo kommen die auf einmal her? Die waren ja vorher nicht da. Das war ja vorher alles rote Planeten. So wie der hier. Ich habe jetzt auf einmal voll viele bewumpelt. Die waren ja vorher nicht da. Ich bin ja jetzt nicht völlig besoffen. Ich trinke gar keinen Alkohol. Nein, aber ja. Wahrscheinlich durch den Forschungspakt. Oder so. Ja. Keine Ahnung. Ist das, was ich alles schon im Vorstand? Hier auch nichts. Ja, das ist halt. Ja, alles das, was ich halt selber schon erforscht habe, Entschuldigung. Aber ich habe ja auch Forschungspakt. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber naja, das heißt, dass wir einen weiteren Planeten besudeln, wollte ich schon sagen, besiedeln können. Und welchen nehmen wir denn dann? Der hat eine Bewohnbarkeit von 85%. Hat 16 Distrikte. Zurzeit frei. Und der hier. Auch aride. Hat nur 80%. Dann haben wir hier noch Pollux, auch 80%, 9, 13 Distrikte, ja, das ist ja nicht so viel, und Girab, 80%, auch 17, Achso, das senkt die Bewohnbarkeit. Gefährliche Tierwelt. Ja, aber die Tierwelt kann ich ja notfalls in kann ich ja in den Griff kriegen irgendwie. Atmosphärische Halluzinogen. Zufriedenheit biologische Bewohner plus 5%. Zufriedenheit Lithuiden. Bewohner auch 5, Physikforschung, Jobs 10% und Ressourcenproduktion, Arbeiter minus 5%. Mhm. Wäre das ja fast schon das Beste hier, wa? Klar, das mit den Produktionen ist natürlich ein bisschen doof. Aber auszuhalten, denke ich. Verbessere ich das mal. Ich habe jetzt ja genug Kapazität.
Ich habe hier auch noch keine Verteidigungsplattform. So. Genau, dann wollten wir auch mal meinen Planeten gucken. So, Tipps waren nämlich zum Beispiel, dass man viele Forschungslabore bauen soll von Elias. Und für die Zufriedenheit, Stabilität halt Holotheater und sowas. Die Frage ist nur, was ich dafür wegmachen kann. Produziert 8. Wenn er jetzt wegfällt, Konsumgüter genauso. Die machen 15 Konsumgüter. Das ist halt ja quasi alles, was ich habe. Dienstleistung habe ich auch schon so wenig. Einigkeit. Habe ich 59. Vielleicht kann ich daraus, kann ich das abreißen. Für ein Holotheater. Ja, so und hier. Ja, hier warten wir, bis wir aufbauen. Aufwerten können. Ja. So. Aber was ist hier noch? Es fehlen noch 2 Arbeiter. Und hier haben wir noch 11 Distrikte frei. Hier leider gar nichts mehr. Ja. So. Dann können wir gucken, was haben wir hier denn gebaut? Ressourcensilos. Ja. Kann ich jetzt auch gerade nicht verbessern. Wie sieht das bei den Technologien aus? Wir brauchen noch ein bisschen. 37, 16 Monate. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier nämlich auch einen gelben Planeten. Eine tropische Welt. Ja. Weil die hätte ich ja vorher nicht alle übersehen können, die Grünen. Nee. Survey complete. Ich mag ja manchmal ein bisschen verplant sein, aber auch nicht so. Auch nicht so. So, wie rumfliegen wir denn? Lass mal hier rumfliegen erst. Okay. Ist immer noch verschwunden. Was hier? Wir haben bei einer Reihe von Vorträgen, die in Panaxala Associated States gehalten wurde, Agenten platziert. Wir werden innerhalb ihrer intellektuellen Elite nach potenziellen Hinweisen Ausschau halten. Okay. Mach das. Dankeschön. Aber hier kann ich bauen. Aber nicht da. Da, hier habe ich schon Ressourcensilos. Ja, wäre schon schön, wenn das hier wäre. ja. Meine Flotten muss ich auch noch weiter ausbauen.
Agent läuft über. Unser Spionageoffizier Norris Taylor Jr., der in Panaxella Associated States tätig ist, meldet einen Fehler bei seinem Prozess zur Überprüfung von Agenten. Aus der panaxalischen Hauptstadt wird berichtet, dass sich jemand zum Überlaufen entschieden hat. What? Trotz der Tatsache, dass wir in der Lage sein sollten, solche Formen der Illoyalität auszusortieren, wurde der Mittelsmann umgedreht, entweder durch einen Akt der Spionageabwehr oder durch eine angeborene Sympathie für Panaxala Associated States, die wir vorher nicht erkannt haben. So sei es. Minus 20 Einfluss. Sollte Panaxala Associated States ein Spionagenetzwerk gegen uns haben, werden sie von einem Komplott gegen sich gewarnt. Sie können uns aufspüren, wenn ihre Codes knacken besser ist als unsere Verschlüsselung. Bringt das in Ordnung, North Taylor Jr.? Sollte Panaxala States ein Spionage-Netzwerk gegen uns haben, besteht eine Chance von 50%, dass sie vor einem Komplott gegen sich gewarnt werden. Sie können uns aufspüren, wenn sie ihre Codes knacken, besser ist als unsere Verschlüsselung. Hinzufügung des Modifikators strenge Überprüfung von Agenten für 12 Monate führt zu folgenden Effekten. Infiltrationsgeschwindigkeit minus 20%. Verleugnet sie. Bringt es in Ordnung. Oh, 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 das wäre ja nicht gut. So. Construction complete. Ja, dann vielleicht die Ressourcensilos hier schon dann gleich bauen. Und ich kann ja auch dann noch verbessern. Das ist Aldebaran. Aber in Aldebaran habe ich keinen Planet. Ist es nicht sinnvoller, die dahin zu machen, wo Planeten sind, oder ist das? Ja, ich gucke einfach mal. Notfalls muss ich es halt ändern. So. Wo ist der nächste? Also bringt Handelsstation auch nichts. Ja, dann hat er einfach das mal. Ne, ich weiß es noch nicht. Bei Flottenkapazität. Das erforsche ich ja gerade. Ja, ich warte erstmal. Panaxala Associated States. Grüße, Freunde. Eine kürzliche panaxalische Expedition entdeckte auf einem unserer Planeten mehrere Artefakte, von denen man annimmt, dass sie in der Zeit der uralten Vorläuferzivilisation Vultaum entstanden sind. Die Artefakte werden derzeit in einem Museum auf Panaxala Prima ausgestellt, aber zu Ehren zur Freundschaft unserer beiden großen Reiche möchte Panaxala Associated States eines dieser Stücke an Vereinte Nationen der Erde spenden. Es wurden bereits Vorbereitungen getroffen, um das Artefakt nach Erde zu transportieren. Danke für das Geschenk. Vielen Dank. Das ist ja nett. Und wir spionieren die. Ist aber nicht gut. Die Andaris Direct kann jetzt Unterwerfung gegen uns verwenden. Mann, warum sind wir so, weil wir so scheiße schwach sind? Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Admiral Araf Bandari hat Stufe 3 erreicht. Sehr schön. Das ist doch schön. Construction complete. So. Hier haben wir jetzt die Ressourcensilos gebaut. Ah ja, ist also für alle. Sehr gut. Eigentlich will ich hier irgendwas hinbauen. Huch! Nein! Was soll das?
Hier bin ich mir auch noch auf der Lebensplattform. Was kostet das denn? 450. So. Taucht mein Schiff irgendwann mal wieder auf? Ja. 1902. Was ist passiert? Wissenschaftler Helen Landau ist in unerwartetem Alter von 90 Jahren gestorben. Es sind Wahlen. Und hier fehlt Forscher. Sozialforscher. Bedacht. Militärtheorie. Materialien. Ja, aber Ausgrabungsstätte macht er ja nicht. Und Anomalien soll er ja nicht. Ja, ist halt. So, ja, ich müsste da vielleicht mal sortieren. Und die Technology discovered. Dementsprechend umsetzen. Ingenieurforschung durch Forscher plus 20%. Das Produzieren und Verstehen suprasolider Materialien ist für jede Raumfahrtzivilisation von unschätzbarem Wert. Neue Forschung. Was haben wir denn hier? Neue Zerstörer. Systemische Kristallanlage, Gasraffinerien. Ja, eigentlich sage ich immer Mineralien, aber da haben wir momentan gut. Ja, wir müssen auch mal was fürs Militär machen. Nützt ja nichts. Und die hätte ich nicht. Ethikänderung bei Staatenbund der Menschen. Nach einer andauernden Phase wachsenden Zuspruchs für Xeno Protection Group hat Staatenbund der Menschen die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in die Regierung sind sie nach außen hin xenophiler geworden. Okay. Was ist denn noch? Neues Herrschaftsmandat. Dolores Movanga wurde zur Präsidentin von Vereinten Nationen der Erde gewählt. Das nicht erfüllende Wahlversprechen? Ja. Survey complete. Ja, sofort. Ja, ich habe ja nur noch das. Ja, hier ist ja dann Schluss. Ich mache erstmal hier. Dann haben wir nach da alles hin. Und dann, das sieht interessant aus hier in der Nebel. Vielleicht gibt es da irgendwas Spannendes. So. Ja, die können unterwerfen. Ist immer die gleiche News. So, hier fehlt immer noch einer. Das dauert auch noch ein bisschen. Spionageoffizier Norris Taylor Jr. meldet, dass der Kontakt zu seinem Agenten, der sich im aktiven Einsatz im Panaxella Associated States befindet, verloren gegangen ist. Viele der planmäßigen Berichte sind nicht eingegangen. Gemäß dem Standardverfahren müssten wir nun entscheiden, ob wir unseren eigenen Agenten nachspüren oder nicht. Findet unsere Agenten, pausiert Operation Technologie stehlen für etwa einen Monat. Unsere Erfolgschancen hängen von der Stufe der Verschlüsselung des Ziels ab. Infiltrationsstufe ändert sich um 10. Verleugnet sich. Bricht diesen Einsatz heimlich ab. Nicht verausgegebene Mittel werden nicht verbraucht. Ja, aber vielleicht ist er ja auch einfach nur untergetaucht. Ich will ja auch noch keinen zurücklassen. Wenn es noch risikoreicher wird, müssen wir dann halt abbrechen. Aber. Ja. Kontakt wiederhergestellt. Unsere Bemühungen waren erfolgreich. Der Kontakt zu unserem Agenten wurde wiederhergestellt. Spionageoffizier Norris Taylor Jr. arbeitet bereits an der Überprüfung der Kontrollverfahren,
die er für die Arbeit in Panaxella Associated States eingereicht hat. Gut. Hui. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Gut. Genau, ich sollte hier aber auch eine Schusswerft haben, glaube ich, wenn da ressourcenvoll, wenn ich eine detaillierte Untersuchung von Sehuitum 3 hat ergeben, dass der Planet, ja, das typische Gase, Terraforming. Okay, okay. We know it. Assembly of Doko Ulua und das Independent Kirim, die Independent Kirim Nation haben ein Survey complete. Schon fertig da unten? Schon fertig. Gibt's ja nicht viel, wa? So, und dann nehme ich jetzt. Ja, erstmal hier hin. Ist ja egal. Ja. Und dann bauen wir da nämlich das Kolonieschiff und kolonieren den Planeten. Fertig, Bombos. Ach ja, genau. Und Erlasse, sollte ich mal gucken. Wir haben hier die Recycling-Kampagne schon, die läuft ja. Was haben wir hier denn? Erfahrungszuwachs plus 25, Land der Möglichkeiten, Anziehung von Immigration, Bewohnwachstum von Immigration, Erforschung der Sterne, Erkundungsgeschwindigkeit, Entdeckungschance und Hyperraum, Erkennungsreichweite gesteigert. Wahrscheinlichkeit, Ethikwechsel, Forschungssubvention. Ja. Vielleicht für Forscher gut, aber nimmt mir Energie. Verfügbare Gesandte, diplomatische Bedeutung plus 10. Kosten 19, 18,80. Haben wir nämlich einen mehr. Einen Gesandten mehr. So, wo haben wir die denn gerade? So. Klar, wir haben den Spion. Wir haben den in Nation of Kishturas und dem Königreich Yandarim. Das sieht doch alles eigentlich recht nice aus. Und den können wir dann nämlich Diplomatie, Beziehung verbessern. Und Yuan Sifu schicken wir dann nämlich dahin. Zack. Und schon so sollte es bald besser aussehen. Was passiert? Ah ne, gar nichts. Verfügbare Tradition. So, wir können eine Föderation gründen. Dann kriegen noch einen verfügbaren Gesandten dadurch. So. Überwältigend. So, da haben wir schon einen. Sind Isolationisten. Ja, dann können wir den ja auch erstmal freilassen. So, hier haben wir jetzt die Schiffswerft. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kann ich hier auch einen kreativen Ressourcen-Silo bauen. Und dann kannst du verbessern. So, und Schiffswerft bauen wir nämlich jetzt ein Kolonieschiff. Ja, Mensch, ne? Sehr gut.
Ja. Weil ein Ressourcensilo baue ich, also ein Ressourcensilo nicht, Metro-Kulturfarm baue ich halt nicht immer. Ja, weil die sich dann halt selber versorgen können, die Station im Idealfall. Der de facto galaktische Handel, der durch die Leistung der interstellaren Diplomatie entfesselt wurde, existiert, seit wir zum ersten Mal entdeckten, dass wir nicht allein im Universum sind. Während neue Grenzen entdeckt und alte neu gezogen werden, haben die galaktischen Führer darüber abgestimmt, dass es an der Zeit ist, dieses kommerzielle Forum zu legitimieren. In den kommenden Jahren werden unabhängige Händler und Regierungsstellen versuchen, gewissermaßen eine zentrale Drehscheibe für den gesamten galaktischen Handel zu schaffen. Wir würden sicher davon profitieren, wenn diese im Vereinten Nationen der Erdenterritorium läge, und sollten daher in Erwägung ziehen, eine unserer Welten dafür zu fördern. Verstanden. Der Senat hat über den Beschluss galaktischen Marktgründen abgestimmt und ihn verabschiedet. Sehr gut. Ja. Ich kann hier nur Forschungsstation, aber warum? Was ist denn das für ein Blödsinn? Fucking was war, ey. Erde. Und dann unter Entscheidungen. Zentrum des galaktischen Nahts nominieren. So. Technology discovered. Yay, die nächste. Neue Komponente, Hilfsfeuerkontrolle. Durch die Installation eines zusätzlichen Feuerkontrollsystems können unsere Schiffe erweiterte Berechnungen durchführen und so die Genauigkeit erhöhen. Ja. Produkt und Forschungsstation. Maschinenanlage ist auch wichtig. So. Survey complete. Ja. Wie schön. Aber hier gibt's nichts. Ja, bevor ich da weiter runtergehe, mache ich hier erstmal weiter. Ja. Ich glaube, das ist sinnvoll. Alter, die sind auch so riesig, ey. Aber die mögen uns wenigstens ein bisschen. Also was ein bisschen mehr. Construction complete. Sehr, sehr gut. So. Ja, ich baue hier trotzdem Ankerplatz. Und dann warte ich noch. Aldebaran. Das ist hier am Rand. Ja, das wäre ja auch ganz gut, wenn das ein bisschen geschützt ist. Ne? So, Verteidigungsanlagen hat es. Alles klar. Ja, aber gut. Da habe ich ja dann jetzt schon einiges. Dann haben wir da in die Wege geleitet schon. Und ja. Ich kann mich nur noch mal bedanken bei Elias für die Tipps. Und ja. Ich denke, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir den Daumen da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt sicher. Bye, bye. Euer Tobi.